Das Übrigens, ich sehe, du hast dieselben Tanzschuhe wie ich. Hm? Ja, dieselben Puma-Schuhe, ich verwende es zum Tanzen. Lass dich nicht jetzt verwirren. Also Eine ich nicht. Interviewtaktik. Natürlich ist das eine Interviewtaktik. Schau, wundert euch nicht, ja, Da ich muss ich aber die ganze Zeit auf deine Füße schauen. Möchtest du das oder auf unsere Bestie? Willst du das jetzt wirklich? weiß. Das heißt, wir merchen unsere Körper. Das wird jetzt ein echt interessantes Interview. Willkommen bei On the Grid. So, Robert Lender, Henriette Zierl, ihr seid Blogger so wie ich, glaube ich, oder ähnlich. Du machst, ich bin ein Blog, also du bist, ich bin ein Blog, aber machst nur ein Blog. Und was ist nochmal dein Blog? Der, die, das Blog. Um was geht's da? Naja, der Artikel sagt es eigentlich eh schon, weil ich mir damals, als ich es gemacht habe, damals nicht einig war, ob es eigentlich jetzt der oder das Blog heißt. Und dann habe ich gesagt, verflixt nochmal, dann kriegt sie eben alle drei Artikel und fertig ist die Geschichte. Und was machst du bei deinem Blog? Sehr vielfältig. Eigentlich das, was mir Spaß macht. Ich habe ein paar Schwerpunkte. Ich blogge einerseits über die Software, mit der ich blogge, Serendipity. Die kennt fast niemand und deswegen umso Stimmt, mehr. ja, fast. Ja, fast. Ich bin ja ein bisschen auch Evangelist in der Richtung. Ja, ansonsten immer wieder auch immer das Thema Barrierefreiheit im Web. Und dann habe ich noch ein ganz spezielles Thema, neben vielen anderen, aber ein ganz spezielles Thema, nämlich Heinz Konrads. Das hast du aber jetzt erst vor kurzem wieder angefangen, gell? Ich tue es immer wieder, also. Wir haben ja vorher den Scherz gemacht. Also, guten Abend, die Damen, guten Abend, die Herren. Grüß euch, die Buben. Grüß euch, Servus, Madel. genau. Ich kenne aber von den Jungen ist schon, glaube ich, Ja, keiner ich weiß nicht, ich bin 30, ich bin noch ORF 1 und ORF 2 Ich kenne Kind. das nämlich aber auch noch. Aber eigentlich auch eher als Aber es wird auch Kindererzählung. teilweise wieder Retro, also manchmal. Aber Natürlich, ich meine, ich bin aber ein es alter bringt, Fahrgastfan. ja, aber es bringt mir teilweise auch Leser, Leserinnen, die andere Blogs nicht haben, nämlich 80-, 90-jährige Menschen, die quasi auch aussagen in meinem Blog landen, aber auch junge, also mein, und wie gesagt, es ist eines von vielen Themen. Schreiben die dir einen Kommentar oder Die was ist schreiben das auch, jetzt? ja, die schreiben mir auch Okay. Kommentare, die schreiben mir Mails, die schicken mir auch teilweise Nachlässe, nein, Nachlässe, ja, nein, nicht Zu spät, ich glaube, jetzt ist schon passiert. Wie auch ja, immer. womit wir wieder bei der digitalen Sozialpartnerschaft sind. Nein, aber sie schicken mir quasi Dinge, die sozusagen der Onkel, der Opa sozusagen nach dem Tod ihn vererbt hat. Das sind Postkarten vom Heinz Konrad und sonstiges. Also. Also, das heißt, du schreibst quasi über das Leben von Heinz Konrads, oder? Also ich schreibe halt das, was ich sozusagen finde. Sozusagen. Wobei, jetzt will ich es jetzt nicht so in den Mittelpunkt schenken. Ich schreibe auch sehr viel über das Internet, über das Thema Web und insbesondere über soziale Interaktion im Web. Das ist für mich immer das Spannende. Die Technik ist das eine, das macht mir teilweise Spaß, aber für mich ist immer das Spannende, was machen Menschen mit dieser Technik oder was machen sie nicht damit? Ja, und der Grund, warum wir eigentlich heute da sind, das ist hier zu sehen und hier. Das ist das Barcamp. Und Ja, das, was du da, nicht wirst. also, ja, Oh, na, Entschuldigung, da. ja, Das genau. Barcamp. Also, noch einmal zur Erklärung. Der Moment, das kann ich auch. Ja, genau. Und ich habe mich natürlich wieder mal getaggt, aber das ist eine andere Ja, Geschichte. es ist ja auch dein Interview so. Ja, genau. Sehr freundlich. Ja, 3 Jahre? 3, 4 Jahre kennen wir uns jetzt ungefähr. Das kommt ungefähr hin. Heuer Blockcamp zum ersten Mal. Was ist dein Resümee und warum haben wir uns letztes Jahr eigentlich das einfallen lassen? Ich glaube, da kann ja nicht auch was dazu sagen. Ich glaube, das Thema war aber schon vorher, glaube ich, dass wir auch mal drüber geredet haben. Es war nur voriges Jahr das erste Mal spruchreif, dass wir uns unterhalten haben darüber. Es könnte ja mal interessant sein, wirklich mal den ganzen Tag, nicht nur immer einzelne Sessions über das Thema zu reden. Ich glaube, das war vorher schon, Ja, oder? und wir hatten ein paar Sessions ja im Vorjahr und die waren gut besucht und da gab es im Nachhinein noch viel Diskussion und die haben gesagt, da müssen wir weiterreden und so. Und ja, ich sehe mich ja überall, wenn das Thema Bloggen auftaucht, dass es viele Fragen gibt und Menschen interessiert sind und viele neu auch zum Bloggen beginnen wollen. Und ja, das waren viele Gründe, warum wir gesagt haben, wäre spannend, mal so Wir ein probieren Blogcamp das zu einmal machen. aus. Ja. Also, weil wir haben ja auch dann überlegt, okay, wie machen wir denn das? Okay, Barcamp 3 Tage, ein Tag, 2 Tage. Und nachdem wir ja uns eigentlich auch nicht so sicher waren, okay, keine Vorerfahrungen, keine Ideen, interessiert das Thema überhaupt irgendjemanden? Haben wir uns eigentlich dann einmal überlegt, okay, wir probieren halt einmal mit einem Tag. Da haben wir mal ein Versuchskaninchen zum Ablaufen lassen. Dass wir sagen, okay, wir setzen uns mal hin, geben mal so wirklich den Leuten mal einen Tag lang einen Raum. Das heißt, 6 Sessions heute haben wir sehr unterschiedliche Themen schlussendlich gesehen.
und schauen eigentlich einmal da, ja, interessiert sich jemand dafür, meldet sich dafür jemand an, kommt jemand. Und ich glaube, wenn man das jetzt als Ziele anschaut, können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein für eine Erstauflage, weil durchschnittlich doch 20 Leute sich im Raum waren. Okay, jetzt zum Schluss weniger, aber... Ich glaube, letztes Jahr hatten wir 3 oder 4 an einem Samstag Blog-Sessions. Also, und das waren auch so zwischen 30 und 40 Leute teilweise dabei. Da sind wir manchmal sogar die Leute dann hinten jetzt auf den Tischen und so weiter gesessen. Also, ich meine, nicht viele, aber trotzdem, was heißt das trotzdem? Es war definitiv ein Interesse da. Also man hat, wir haben ja auch beide dann schon belauert, die Voranmeldungen, wer hat denn angegeben, wer zu welchem Camper geht. Und am Ende sind wir dann beide da gesessen und haben uns dann doch ein kleines bisschen gefreut, dass so viele Leute Blockcamp angegeben haben. Genau, darf man ja ein bisschen. Also. Ja. Das wobei sind, trotzdem sage ich nicht von der Anzahl, 10 Leute wären auch okay gewesen. Ja, also, natürlich. Soll es nicht, aber trotzdem freut sein, dass das Interesse da war. Und wir haben ja auch doch eigentlich ja schon dann müssen teilweise Themen zusammenlegen, damit wir, weil wir ja nur 6 Sessions hatten. Also ich glaube eigentlich, hätten wir das Blockcamp alle 2,5 Tage gemacht, glaube ich, hätten wir es auch vielleicht sozusagen voll bekommen. Also, und man sieht ja auch aus den Rückmeldungen, da ist noch viel Thema da. Und insbesondere, es sind ja auch so unterschiedliche Zielgruppen. Das ist noch für mich die spannende Frage, wie man das ein bisschen noch in einem Blogcamp auch aufteilen könnte. Weil es sind Menschen, die ganz neu anfangen, die ganz andere Fragen haben, als die Leute sozusagen, die da schon tief drinnen sind, geschweige denn auch eben die Unterschiedlichkeit der Blogger und Bloggerinnen. Die einen, die damit Geld verdienen wollen, die einen, die private, also die quasi das nur so einfach so als Spaß ein bisschen sozusagen machen. Ja. Die anderen, die so semi-professionell arbeiten und das sind ja ganz, teilweise ganz andere Anforderungen. Das Thema Corporate Blog ist ja natürlich eigentlich halt auch zu kurz kommen, das was die Idee ist. Entschuldige, das war meine Kappe, aber. Macht ja nichts, aber es ist alles nur angerissen worden. Es ist vieles heute nur angerissen worden. Ja gut, du kannst es natürlich sowieso nie ausdiskutieren, da bräuchtest du, glaube ich, dann 3 Wochen und nicht. Die große Frage, die sich natürlich stellt, und die stelle ich euch beiden, wie das Ganze auch weitergeht. Also wie halten wir in Zukunft über ein Jahr auch Kontakt und wie können wir in Zukunft auch dieses Thema, also Ironblogger, Klammer auf, Klammer zu, zum Beispiel auch fokussieren. Das haben wir ganz vergessen. Das haben wir heute nie angeschnitten. Ja. Ich war es eigentlich immer nur in den Pausengesprächen und das auch nur kurz. Ja. Weil der Roman zum Beispiel auch gesagt hat, er würde natürlich gern wieder mitmachen, aber wir müssten das neu aufstellen und auch neu, also mit neuem Ansprechpartner. Und was passiert natürlich dann auch mit den Schulden, die noch von früher da sind? Ganz kurz für die Insider, damit wir das Ironblogger erklären. Die Henriette ist, glaube ich, die letzte aktive Ironbloggerin in Österreich. Klammer auf, Klammer zu. Danke, ich sage das. Ja. Das hört aber nicht, danke. Natürlich. Ich bemühe mich ja mehr oder weniger, aber ja, manchmal passiert es mir auch, dass eine Woche kein Blogartikel da ist, dafür kommen halt die Videos andauernd aus. Ja, ich meine, es geht ja im Grunde eigentlich jetzt nicht darum, dass du jetzt jede Woche da, keine Ahnung, 500 Wörter oder irgendwas rausschreibst. Ich meine, der Bot in der Regel geht es ja normal nur nach schon, ob du jetzt wirklich einen Beitrag geschrieben hast oder nicht. Das heißt, ich habe einmal sogar auch einen Füllbeitrag tatsächlich veröffentlicht, wo ich dann geschrieben habe, Leute, ich habe in der Woche keine Zeit gehabt, mir wirklich Gedanken zu machen. Es tut mir leid, mehr gibt es heute nicht. Aber Bloggen ist einmal in der Woche schreiben und wenn man nicht schreiben kann, dann 5 Euro in eine Kaffeekasse zahlen oder sowas. Ja, also ist derjenige, der das technisch hostet, der sitzt in Deutschland, der Thomas Renger. Bei dem haben wir uns damals einmal angemeldet. Es gibt eine Ansprechperson, die eigentlich dann kommuniziert, zum Beispiel, wenn jemand aussteigt oder wenn jemand neu einsteigt. Das Problem ist nur, die Ansprechperson ist in der Zwischenzeit selbst ausgeschieden. Das heißt, ich bin nicht einmal offizieller Ansprechpartner. Ich bin eigentlich nur noch der letzte aktive Blogger. Die letzte ihrer Art. Ja, so kann man es auch sagen. Ja. Und es sind halt natürlich in der Zwischenzeit auch von denjenigen, die ausgeschieden sind, natürlich auch die Schulden angefallen und im Grunde, du musst du begleichen, damit du wieder neu einsteigen kannst. Also ab 30 Euro, wenn ihr das wirklich... Ja, ich glaube 30 Euro waren das jetzt. Ja, ich sage, ich habe noch nie was zahlt. Da ist nicht einmal Song. Fleißige Bloggerin. Ja, ich bemühe mich. Ja. Ich bemühe mich. In der Zwischenzeit habe ich ja angefangen, mich zu organisieren, damit es ein bisschen leichter von der Hand geht. Ja, willkommen im Club. Ja. Noch ein Thema, das wir eigentlich heute gleich angerissen haben. Richtig, also wir haben eigentlich, glaube ich, viele Themen noch im Themenspeicher, die, glaube ich, interessant wären. Wie seht ihr eigentlich die rechtliche Frage, die jetzt, ich meine, natürlich durch mich einerseits angesprochen wurde und aber auch von anderen natürlich immer wieder andiskutiert wurde?
frage jetzt in welcher Weise. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Ich sage, das eine, was eh heute gesagt wurde, das eine, es hilft hin und wieder mal gesunder Menschenverstand. Das andere ist, es gibt schon ein paar Dinge, wo man ein bisschen eine Grundahnung haben sollte, wie Urheberrecht und Co., dass man halt da jetzt nicht einfach Dinge halt irgendwo rauskopiert. Und das dritte, es hängt schon sehr stark davon ab, natürlich, in welchem Bereich ich blogge, mit welchen Themen ich blogge, weil da, je nachdem komme ich halt mehr oder minder mit noch anderen Rechtsfragen natürlich in Kontakt. Also das wäre mal die kürzeste Fassung für mich einmal zu der Frage. Ja gut, du machst natürlich meistens auch so, dass du sagst, du schreibst relativ oft deine Meinung zu irgendwelchen Dingen. Ne? Da kannst du dich ja meistens auf relativ sicheren Boden bewegen. Also du wirst, okay, beleidigend darüber haben wir heute schon sehr relativ viel gehört, von wegen darfst du halt natürlich nicht werden. Und persönlicher Bereich darfst du auch nicht berühren. Wir sind doch alle lieb. Aber ja, also ich habe, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich irgendwann dann gesagt habe, okay, Kraut- und Rüben-Blog, da kann ich natürlich hauptsächlich über die Dinge schreiben, die ich irgendwo mal gesehen habe, die ich irgendwo mal erlebt habe, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Aber das geht eigentlich hauptsächlich in das, dass ich sage, ich stelle einfach Fragen in den Raum und die Leute können sich dann dazu Gedanken machen, aber ich schreibe jetzt nicht unbedingt so in dem Sinn über irgendwelche Tatsachen oder so. Das versuche ich eigentlich schon zu vermeiden. Was Bilder angeht, ja, ist schon auch meine Intention, hauptsächlich eigene Bilder zu verwenden. Okay, immer gelingt es mir nicht, aber es gibt Gott sei Dank auch freundlicherweise Portale im Internet, die Bilder unter der Creative Commons Lizenz 0 anbieten. Das heißt, Bilder, wo du tatsächlich nicht angeben musst, wo du sie her hast, wobei ich das meistens aus Fairness trotzdem mache, weil ich einfach die Portale mag und ich eigentlich finde, die sollen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja gut, ich sage immer halt, bitte Namen nennen und das halte ich eigentlich für eine recht faire Geschichte, weil dafür gibt es ja, den Content auch gratis. Die, ich sage immer, das steht sogar meistens drauf, CC0 Lizenz, dass man es halt wirklich für jeden Zweck benutzen kann und dass du es bearbeiten kannst, aber ich schreibe halt meistens dazu, dass ich es zum Beispiel von Pixabay oder von Pexels oder her habe, weil ich es einfach okay finde, dass das gute Plattformen sind. Da hat sich jemand Gedanken gemacht dazu, eben genau zu dieser Problematik, dass du halt immer von wegen, wo nimmst du deinen Fotocontent her? Und das finde ich, das möchte ich halt dann unterstützen, wenn ich zumindest, indem ich halt dann wirklich das nenne mit Namen. Ich meine, wir haben, also, oder ich, weil ich habe ja eigentlich über das Fotografieren zum Bloggen irgendwann einmal dann den Connex geschlagen, habe so, weiß nicht, 50.000 Fotos. Also, wenn jemand mal was braucht. Ich hätte rein theoretisch 65.000 in meinem Speicher, aber ja, da muss man das Richtige finden. Aber vielleicht noch zur Frage, eben angeben von so Credits. Ich halte es ja noch mit der alten Blogger-Ethik, was ja teilweise auch ein bisschen verschwinden ist, dass man sozusagen seine Quellen lernt. Wenn man in der Idee von einem anderen Blogger, Bloggerin übernimmt, dass man einfach dort wirklich hinlinkt. Ja. Das also machen wir auch. Ja, eh. Also das machen ja Gott sei Dank eh einige, aber man merkt auch teilweise, dass die Leute das nicht tun, weil sie meinen, sich was irgendwas damit zu vergeben oder sowas. Ich denke mal ganz im Gegenteil. Also ich denke mal, es ist einerseits ein gutes Zeichen, wenn man einfach sagt, wo man Ideen hernimmt und einfach den anderen auch so sagen, das gönnt. Man sollte sowieso auch eigene Ideen dazu einbringen und das war auch die gute alte, unter Anführungszeichen Idee, so sagen, ich nehme einen Artikel von jemand anderem, verlinke auf den und sage in meinem Blog einfach noch was Zusätzliches dazu. Ja. Und ich denke mal, das wieder mal hin und wieder sich daran zu erinnern, das auch wieder hochzuhalten, würde manchmal auch nicht schaden. Also. Letzte Worte. Oh je. Also ich beantworte jetzt keine Frage, sondern ich stelle eine Frage noch, nämlich was ist euer Lieblingsblog außerhalb eurer eigenen Produktionen? Ich habe wieder einige hundert Blogs, wenn ich jetzt sage, das von der Henriette. Ja. Das ist doch sehr charmant. Musst du nicht sagen, Nein, also das ist jetzt klingt vielleicht noch Ausrede, ich könnte es nicht sagen, weil ich habe wirklich einige hundert in meinem und das sind welche, die ich aus ganz unterschiedlichen Gründen lese, weil ich Infos bekomme, weil ich einfach eine persönliche Nähe zu der Person sozusagen habe oder was auch immer und da hole ich mir ganz andere unterschiedliche Sachen raus. Also sagen, ich habe Lieblingsblog, Blog. No way, okay. Könnte wirklich schwer.
Vielleicht, wenn ich eine Stunde drüber grüble, würde ich vielleicht was finden, aber das wäre dann wahrscheinlich auch eine Momentaufnahme. Das wäre so eine interessante Geschichte, wenn wir jetzt so die Kamera einstellen, eine Stunde später. Kann man probieren. Also kannst du nochmal du könntest eine Stunde weiterreden und dann machst du in der Zwischenzeit eine Runde vorspulen, so Zeitraffer, so. Also ich sag, Entschuldigung, wenn ich sag vielleicht was anders. Zu früheren Zeiten hätte ich vielleicht gesagt Robert Basic, weil der war für mich schon ein bisschen ein Vorbild, weil der hat sich einfach getraut, Dinge einfach rauszuschmeißen. Darüber kann man jetzt sagen, natürlich streiten, über das machen wir mehr recherchieren. Also gefühlsmäßig. Ja, aber einfach Dinge rauszuschmeißen, Meinung zu sagen und einfach ich muss nicht immer sozusagen im Vergleich halt zu einem anderen Medien immer alles perfekt sozusagen formulieren, sondern ich hau das mal raus, ich bring's in die Diskussion, ich lasse die Leute ein bisschen mich dran reiben und so weiter. Und das habe ich einfach spannend von, weil mir gezeigt hat, dass Blog ein bisschen was anderes sein kann als ein normaler Zeitungsartikel oder sonst was. Ja. Aber das gibt's ja nicht mehr, das Blog in der Form. Also ja, deswegen kann ich. Ne? Genau. Naja, von irgendwas muss man halt eben. Ja, ist auch okay so. Also. Ich habe es mir auch schon überlegt, aber andererseits, ich würde es nicht übers Herz kriegen. Ja, ein Blog ist ein Kind. So wie er ja vorher, wir hatten es jetzt vorher erzählt, also der Christian mit Maria Zellerlander, wo er ja erzählt hat, der hat da seinen Blog verkauft und schreibt jetzt darüber. Das weiß ich eigentlich auch nicht, ob ich das machen würde wollen, weil das ist so im Sinn von, ja, das ist zwar noch okay, das habe ich aufgebaut, aber es gehört mir ja eigentlich nicht mehr. Sprich, wenn die irgendwann einmal die Besitzer beschließen, na ja, jetzt wollen wir aber das alles anders haben, dann hast du ja keinen Einfluss mehr darauf, ne? Der George Lucas hat, glaube ich, jetzt gesagt, nachdem man den siebten Teil gesehen hat, ja, er hat seine weiße Tochter verkauft und die Sklavenhändler haben jetzt eben das gemacht mit Star Wars, was er eigentlich nicht wollte. Aber okay, ja, das ist halt seine Meinung. Das ist ein anderes Thema, das ich sage nur, es gibt vier Teile. Und es gibt noch Zwischenfilme. Es gibt vier Teile? Welchen akzeptierst du dann noch? Also 3 bis 6, okay. Also oder 4 bis 7. Also von George Lucas gibt es nur 3. Ja, also. Ja. Na, eigentlich 4. Ja, die Zwischenfilme zählen ja nicht, oder? Was? Die Prequels. Nein, es gibt ja jetzt wie zu jedem Film, die sie jetzt von den Sequels drehen, gibt es dazwischen. Okay, das wäre kompliziert. Ja, also das Prequel zum Sequel. Zum, genau. Ja. Schaut lieber Star Trek. Das ist besser für euch. Haltet sie kurz über das Video. Ja, das gibt es aber auch derzeit nicht im Fernsehen. Das ist einfacher. Du kannst leicht auf Star Trek hinweisen. Es gibt jetzt keine neue Serie. Wer schaut fern? Also. Ja, was das ist. Ah. Ist ja nicht. Ja, natürlich. Genau. Gut. Mein Rechts kann es auch. Also extra wegen ihr, das haben wir gedacht. Also ihr das ist sehr schön. Heute besonders Spaß hier. Besonders nerdig auf jeden Fall. Man könnte glauben, wir hätten das jetzt sozusagen geprobt, dass ich das erwähne, damit du die Jacke anziehen kannst. Du setzt noch die Sonnenbrille auf, dann bist du ein ganz besonderer Man in Black. I'm the Man in Black. Flashy things. Also und aus. Und aus. Ja. So, danke. Und tschüss.